Namen zum Scheißen gehe. Oder wenn ich dann einmal anrufe, am nächsten ruft er hier, kriegt noch, Alter, was bringt's denn das schon? Wahnsinn, Frechheit, Frechheit. Defeating Axorath will be no easy task. Its power is terrible indeed. First, we must deal with the Demon Prince's followers. Once they are destroyed, we will be able to roam its realm at will. The first phase of the plan is simple. Seek out the enemy's sentinels. Kill them all. Das hört sich gut an. Töte sie alle. I shall see to it. Das höre ich sehr gern. Ich töte wirklich gerne alle. Sag mir einfach nur, wo hier und tschüss. War das jetzt eh das Richtige? Ja, ich denk's mir grad. Mal wieder runter mit uns. Yay! In die Aquariumwelt. Nice, yay! Hi! Okay. Ich würde aber sagen, jetzt sehe ich fast nur noch meine K, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. So, habe ich jetzt leider einen extra Schaden abgekriegt, aber was soll's? Ich glaube nicht so, wo der hinrennen wollte, aber meine Güte. Komm in meinen armen Bruder. Ah, der sichere Schatz. Der sichere Schatz. Nice, nice, nice. Müssen wir gleich hingehen. Müssen wir gleich hingehen. Oh, grün. Oh, okay, danke dir. Fühl ich geküsst. Fühl ich extrem geküsst. Weil dann war sie wenigstens. Ich musste nicht. Kriegt. Aber warte. Kriegt man auch das grüne so, dann muss ich das jetzt, weil ich gerade das durchgelesen habe mit dem Verbund, ob man da vielleicht ja doch irgendwas gegenständemäßig verbinden muss, etc., damit man dann das grüne kriegt, oder kann man auch das grüne so erhalten? Das würde mich jetzt mal interessieren, ich muss noch ganz kurz den Controller anschalten. Am Neichen. Jetzt sicher gleich wieder das Bild umfliegen, das weiß ich jetzt schon. So. Nächster Controller. Mashallah. So. Passt. Mit dem Schiebraff. Geht? Digi? Komm, Controller. Controller! Yes! Passt, perfekt. So. Fühl dich extrem geküsst. Ich hoffe nur, dass man auch das Grüne so erhalten kann. Das würde mich jetzt interessieren. Außer wir müssen so den einen oder anderen verbinden an Gegenstände, damit man das überhaupt erhalten kann. Aber sonst, wenn man das Grüne kriegen kann. Chaos Level 10, ich komme! Wahrscheinlich Chaos Level 1 kann ich ihn einmal besiegen, aber Chaos Level 10 fühle ich gegrüßt. Ja, sowas in der Richtung habe ich mir auch schon gedacht gehabt. So, wahrscheinlich beim Chaos-Level kriegst du dann wahrscheinlich dann die Grünen. Weil jetzt haben wir gerade einmal begonnen einmal mit die Roten. Da wird wahrscheinlich trotzdem noch lange nichts Besseres kommen. Außer man kriegt dann auch noch bessere Beutesachen, also Prozent. Warte, das kann ich kurz zeigen. Das da, Beutequalität. Wenn das wahrscheinlich höher steigt, dann wird man wahrscheinlich auch dann dementsprechend auch die grünen Sachen dann wahrscheinlich auch kriegen. Aber hin und wieder dennoch was Rotes zu finden? Also wenn ich mal erstes grünes finde, das werde ich dann definitiv gleich mal segnen. Aber fett segnen lassen, oder? Damit da gleich was Besseres daherkommt. Alter, weißt du, wie lange du dann wieder nichts Neues kriegst? Bist du. Oder ob du überhaupt was Besseres kriegst. Alter, schau dir die Leiste an, wie schnell die weggegangen ist. 90% steigen. Alles klar. Finde ich halt aber nur interessant, dass halt steht Beutequalität.
1354. Das finde ich halt so interessant. Aber wenn's so leiwand wärst, wenn's so richtig, richtig leiwand wärst, würde mich jetzt einmal so voller Wäsche interessieren, wie hoch so auch ein bisschen so der Schaden gehen kann. Wenn es jetzt so vielleicht schauen könntest, bei irgend so ein Haverer, der was jetzt Chaos Level 10 spielt, würde ich gern wissen, wie viel Schaden der macht. Mit einer normalen Attacke. Das würde mich interessieren, ob das bei ihm schon in so eine Millionenhöhe geht oder dennoch so ein bisschen bodenständig auf 100.000 etc. Das würde mich auch reizen. Das würde mich auch reizen zu wissen, ob es das gibt. Wie viel Schaden man wirklich so ein bisschen so maximummäßig schon drauf hat, würde mich schon sehr reizen. Ja, Maximum, wie. In dem Spiel ist es zwar sehr schwierig, Maximum wirklich zu sagen, aber so ungefähr. Dass man sagt, so 100.000, 500.000, 1 Million, 1 MMM, das ist fair, bleibt nur noch hängen bei den Ames. Wäre aber eine nette Schleichwerbung für McDonalds. 1M, 2M, 3M. Holt euch einen Bonus bei McDonalds. McDrive hat eh offen. Und einige könnt ihr auch. Mashallah, ich will gleich mal die Goldcard haben von einer. Sonst nie wieder Werbung. Und da verliere ich wieder Tanzverbot. Der Haver hat nie wieder die scheiß Karte gekriegt. Bruder, wie kann man das so verkacken, Alter? Kriegt die Goldmitgliedschaft bei McDonalds und verliert die Karte? Bruder! Bruder, wie kann man nur so lost sein? Wie kann man nur so lost sein? Hä? Du wirst mir jetzt wirklich sagen, das war's jetzt gerade. Ich bin einfach nur durchgegangen, hab ein paar Meier gemacht und das war's? Oh! 60? 1000? Good. Now we are one step closer to the source of the Demon Prince's power. There is still fighting ahead. Return to me when you are ready, and we will begin the next phase of the plan. Wahrscheinlich wenn nicht noch höher sogar. Eh klar. Erfahrungspunkte 47. Nicht schlecht. Und ein paar neue Sachen haben wir auch noch dazu gekriegt. Goldkronen, wie wär's mit Fertigkeiten? Das wäre auch nicht schlecht. Also gekommen, also du kannst mir schon mehr als wie Zähne geben, Alter. Kriegen wir für die während der Mission, Alter. Von den Fragmente hier.